Ein Team starker Männer, ein matschiger Sportplatz und meine zwei Kolleginnen Linda und Silke mittendrin. Die beiden testen für uns heute nämlich eine eher unbekannte Sportart, Rugby. Was sie dort erleben, sehen sie jetzt. Dienstagabend, 19 Uhr, Bielefeld. Starke Jungs auf dem Weg zum Training. Hallo, wir sind hier in Bielefeld an der Radrennbahn und probieren für euch einen außergewöhnlichen Sport aus, nämlich Rugby. Um euch den näher zu bringen, sind wir hier bei dem ersten Rugby-Club in Bielefeld und machen heute das erste Mal mit. Los geht's! Wie bei jedem Sport beginnt auch unser Rugby-Training mit einem Aufwärmprogramm. Wir wurden von den Jungs gut aufgenommen und fühlten uns direkt pudelwohl. Lauf-, Dehn-, Konditions- und Koordinationsübungen standen auf dem Trainingsplan. Wir haben uns erst ein bisschen erschrocken, als das Kommando kam, auf dem Boden. Doch wir wollten ja alles ausprobieren und haben uns dann doch überwunden. Ja, es ist sehr anstrengend und ich bin auch schon etwas nass geworden und ein bisschen dreckig auch, aber es macht noch Spaß. Das ist unser Trainer Udo Jansen. Entgegen des brutalen Klischees geht er liebevoll mit seinen Jungs um, während er ihnen Tipps zu Spielzügen gibt. Die Faszination am Rugby für mich ist einmal der Zusammenhalt. Der Kampf um den Ball, um die Fairness und um die Sportlichkeit. Aber auf jeden Fall der Zusammenhalt. Können Sie uns ganz kurz ein paar Regeln erläutern oder die wichtigsten? Die wichtigste Regel für gegenüber von ganz anderen Sportarten oder allen anderen Sportarten ist, dass bei uns der Ball nur nach hinten gepasst werden darf. Ja, nach vorne geschossen, aber nach hinten nur gepasst. Und Boxen, Schlagen, Hauen, Beißen ist bei uns verboten. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Der Ball darf niemals nach vorne fallen. Dann ist Tackeln an der Reihe. Man versucht damit, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und jetzt für Frauen. Stell dir vor, ich hätte deine Gucci-Tasche und will mit ihr flüchten. Du willst deine Gucci-Tasche wieder haben? Ja. Kann ich guck eine an. Ja. Wir probieren das Gedränge aus. Das Einzige, was wir davon mitbekommen haben, sind zwei schwitzende Köpfe rechts und links neben uns. Eigentlich ist das Gedränge, aber wie beim Fußball, ein Freistoß nach einem leichten Regelverstoß. Es stellen sich jeweils 8 Spieler gegenüber. Der Ball wird von der bevorteiligten Mannschaft in die Gasse geworfen und nach hinten geharrt. Man kriegt einfach so eine Liebe für den Sport, weißt du? Und das ist einfach der Grund, warum ich das mache. Nation auf jeden Fall, das Mannschaftssport, das ist die Möglichkeit, einfach mal sich so richtig auszupowern. Ja, also unser Fazit vom Rugby ist, dass es auf jeden Fall super viel Spaß macht. Aber es ist sau anstrengend. Also wir haben einen guten Einblick jetzt ins Training bekommen und die Leute waren auch sehr nett und haben uns gut unterstützt. Wir verabschieden uns jetzt aus der Bielefelder Radrennbahn vom Rugby-Training und gehen zurück ins Studio. Tschüss! Meine Damen, ganz schön mutig. Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Die Mediengruppe des